Auf geht's mit Force Feedback. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich war zwischendrin krank, musste viel arbeiten, musste am Rechner rumschnitzen und musste mir natürlich überlegen, was und wo wir als nächstes fahren. Und ich sage euch, die Rennen, die drei in Automobilista 2, gefahren vom Knut, dem Ei. Was anderes reimt sich nicht. Der eine, aber reimt sich halt nicht. Ja, wie gerade erwähnt, angekündigt und aber auch geteasert, gibt es heute drei kurze Rennen mit entsprechendem Force-Feedback. Das ist ganz klar. Es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Aber nur in meinen Augen. Wir schreiben im ersten Rennen das Jahr 2010, der 1. August. Wer weiß, was da war? Auf Spa, ich weiß es, aber nur, weil ich eine Internetrecherche durchgeführt habe. Ah. Da war das Rennen der FIA GT1 und wir pilotieren heute im ersten Rennen natürlich die GT1 Boliden über den Kurs von Spa-Francorchamps und ich fahre meinen total liebgewonnenen, geilsten GT1-Wagen, den ich jemals gefahren habe, den Lamborghini Murcielago GT1. Selbstverständlich von Reiter Engineering. Wie ist im Rennen 2? Und wohin vor allen Dingen geht. Und aber auch dann noch Rennen 3. Ob das überhaupt ein Rennen wird oder eine kleine Testfahrt, werden wir sehen. Wir werden uns jetzt aber erstmal vorwiegend mit unserem GT1-Rennen auf Spa-Francorchamps beschäftigen. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns loslegen und nicht so viel Zeit verteasern, vertingeln, verdrödeln, vermömeln oder so. Let's go. Und da wären wir auch entsprechend schon. Und guckt euch mal dieses geile Cockpit an. Ich mag es total. Für alle, die es nicht wissen, sich nicht denken können oder einfach auch noch nie drüber nachgedacht haben. Ich habe diese, ich sage jetzt einfach mal, sehr unrealistische FOV und auch das Einblenden des virtuellen Lenkrades tatsächlich aus einem und wirklich nur aus einem Grund, der da ist. Moment. Ein bisschen schön muss es ja aussehen. Und das ist auch der Grund, damit es im Video schön aussieht. Also damit ich keine Kotzkrämpfe kriege, wenn ich danach das Video gucke und denke mir, ekelhaft, hier sieht man ja nur so ein Slot-Armaturenbrett, so eine große Digitalzahl. Und der Rest fliegt so völlig ekelhaft an dir vorbei. Also in meinen Fahrten für die Aufnahmen, für die Videos, Mehrzahl Videos, ist klar, benutze ich explizit diese Einstellung. Bedeutet nicht, dass wenn ich kompetitiv fahre, dass ich mir A, ein virtuelles Lenkrad vor meinem physikalischen einblende, besser dahinter, und bedeutet B nicht, dass ich in so einer unrealistischen Field of View fahre. Für mich muss es aber auf der Auflösung und auf dem, wie ich das Video im Endeffekt sehe, produziere und mir dann auch selbst anschaue und dann denke, gut sieht's aus. So ist das gedacht, meine Lieben, und deswegen diese Ansicht. Dies zur Aufklärung. So, pass auf, wir sitzen hier im Reiter-Lambo. Wir machen mal die Bude an. Und ein bisschen Licht auch und den Pit-Limiter. Und dann fällt mir hier natürlich auf, dass wir zum Schluss irgendein Classic gefahren sind. Weil die Haarschaltung ist noch... Moment mal. Das kriegen wir aber in place, on demand hin. Weil die Haarschaltung ist noch aktiviert gewesen. Ein ganz kleines bisschen lösen wir mal die Stärke Schraube. Boah. So, pass auf. Jawohl. Okay, los geht's. Ah, da hat noch ein Kumpel auf mich gewartet. Auch noch einer, Mensch, schön hier. Im V12 Aston. Ja, ist mir noch zu feste. Ist mir noch zu feste. Das ist tatsächlich, ich habe das vor kurzem mal in meinem Discord geschrieben auch, dass der Fanatec-Shifter preis-leistungstechnisch für eine Kombi, für ein Kombi-Produkt sehr cool ist. Allerdings, wenn man beides richtig geil haben will, also sequenziellen Shifter oder und oder Haarschaltung, dann ist der Fanatec-Shifter für mich. Was ist denn mit dem los, Alter? Clear left.
nicht die erste. Oh, mal Gaspedal, klemmt das irgendwie oder was ist denn los? Ich fahre zwar fast 92 und die. Ah, herrlich, ja? Gut, ein bisschen das Rad stehen lassen, ne? Die GT1 der 2010er hatten nun mal kein ABS. Dafür haben sie aber Traction Control. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Ich habe meine Traction Control allerdings auf 1 Uno oder auch 1. Wenn ich weiter so viel labere, vor allen Dingen dünnes, dann wird mir das noch zum Verhängnis werden. Oh, ein Ford GT mit Problem, das Gaspedal zu finden. So, Nissan drückt hinter mir. Die Estens sind eher so ein bisschen von einem, ja, ist okay. Also ich bin alle Autos aus dieser GT1-Klasse, die ja ebenfalls Bestandteil von Fred seinem AIO-Package ist. Überholt er mich hier rechts? Du bist ein alter Drecksack, Alter. Finde den Lambo hier äußerst geil gelungen. Wir alle wissen ja, dass das AMS-2-Modding insofern noch ein bisschen limitiert ist, beziehungsweise ja, den ein oder anderen kleinen Nachteil hat. Weil die Modder hier an der Stelle halt eingeschränkt sind auf bestehenden Content, insbesondere was den Sound betrifft. Das heißt, du kannst hier jedes Auto reinknallen, musst aber dich auf irgendeinen Sound entweder beziehen, den ein Auto hier in-game hat und nimmst den, oder du baust, so wie ich es verstanden habe, einen komplett eigenen Bau. Geht, glaube ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das ist ein Auto, Lambo, hier passt die Optik, der Sound, die Qualität. Gut, das ist vielleicht ein bisschen langsam, vielleicht bin ich aber auch nur. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Übrigens ist der Aston Martin, der vor mir fährt, im Cockpit auch richtig nice gelungen. Ich würde fast sagen, alle GT1-Autos aus diesem Mod-Package sind geil gelungen, aber ihr hört das vielleicht auch ein bisschen. Dem Aston haben sie, oder der Fred, leider den Porsche. Ich meine, das ist der RSR GTE Porsche, der Außensound. Also von innen klingen die recht geil, original auch, also auf jeden Fall V12, aber außen, nö. Beim Lambo ist das tatsächlich nicht so. Lambo klingt irgendwie außen nach V12, das ist ganz klar. Das Einzige, was mir jetzt tatsächlich auffällt, ist, ich bin sehr langsam. Oh. Das ist keine neue Erkenntnis, ja, aber ist schon immer wieder auch ein bisschen enttäuschend. Ja, drehen wir ein bisschen hoch, ne? Achso, falls ich es nicht erwähnt habe, um mich ein bisschen einzufahren, habe ich hier eine ganz kleine Qualifying-Session einkonfiguriert, aber ich möchte es ja nicht übertreiben. Gab übrigens auch wieder ein Update auf diesem All-in-One-Dashboard, was ich hier mal laufen habe. Also ihr seht das oben in digitaler Form, es gibt es hier auch direkt physikalisch auf meinem Tablet hier im Griff. Nähe. Und fast 92 und die donnern mir trotzdem so arg weg hier. Aber ich sag euch eins, es ist schon wieder ziemlich geil hier, Lichtstimmung.
So, wir machen die Runde zu Ende und springen dann direkt in unser Rennen. Ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich 3 oder 5 Runden einkonfiguriere, weiß ich nicht. Ui, ja, da hat aber jemand Probleme hier, du. Meine Fresse, gehen wir mal schnell vorbei. Finde ich aber geil, dass die KI hier auch so ein bisschen rumspackt, sag ich mal. Und in Turbulenzen kommt, wie es Knut gerade passierte. Es war aber eigentlich keine Heckbremse. Handbremse habe ich auch nicht angezogen diesmal. Geil das Ding hier. Reiter Engineering. Sau gutes Teil. Wer von euch hat denn zu dieser Zeit, also 2010 tatsächlich 1. August, wirklich auch die GT1 verfolgt? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich. Das ist alles erst später Thema gewesen bei mir. Also wirklich auch aktiv gucken. Umso lieber schaue ich mir das natürlich jetzt an. So, wir haben geringfügig unsere Rundenzeit nochmal verbessert. Aber ich würde sagen, wir jumpen ins Rennen und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute im Video. Ja, also, lasst uns mal ins Rennen reinschnippen. So, meine Lieben, es ist tatsächlich bei Platz 4 geblieben. Das Auto übrigens mit der Startnummer 24 hat am 1. August 2010, ist tatsächlich vom 7. Platz gestartet, neben einem Maserati, da erinnere ich mich noch. Nämlich an gestern, als ich das Video auf YouTube gesehen habe. Ich verlinke es euch direkt in die Beschreibung. Wir legen jetzt los. Wie gesagt, wir donnern 3 Runden und starten mit einem fliegenden Start natürlich, weil ich habe die Kontrolle. Denn mein Name ist Johnny Controletti. Und glücklicherweise ist hier Ghosting angesagt, sonst hätte ich schon den ersten Schaden gehabt. Go, go, go. Ist das Frühstart? Darf man das machen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Alter, okay, das war jetzt ein bisschen drüber, aber so kennen wir ihn, den Knut. Schön getroffen bleiben auf dem Pinsel. Oh. Was ist eigentlich mit meiner Topspeed los? Oder... Well done, Knut. Good start. Also, eine absolut geile Ära, muss ich sagen. Also diese Fahrzeugklasse macht mich ziemlich an. Wirklich. Es gibt noch die... Oh, ich weiß gar nicht, wie die Mod heißt. Von Racing Studios in AC. Wo der Lister Storm und der Salin SR7 dabei ist. Das ist auch wunderbar. Ich glaube, das war einfach mal 10 Jahre früher. Wer es besser weiß, in die Kommentare reinknallen, die Info, ne? Oh, fahre ich so, so gerne. Also das ist eine Epoche, nenne ich es jetzt einfach mal. Motorsport wirklich pur. Wirklich Motorsport pur. Also eigentlich würde ich sagen, purer Motorsport, aber... Weißt du, also wirklich noch sehr, also optisch schon seriennah noch, zumindest von außen, ne? Und du sitzt hier drin und das ballern dir einfach mal fast 700 PS hinten in die Fratze rein. Und du rupst hier am Ganghebel. Das ist schon, also echt immersives Fahren, ne, möchte ich das nennen. Ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen. Nicht, dass ich vom Essen geschnupft werde. Ach du Scheiße. Stay focused, we can win this. You're now in the lead. Pit window is open. Chini behind is pitting. Muss ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Ich habe einen Pitstop konfiguriert. Was ist das denn für ein... Das ist typisch Mattheisen. Es ist einfach so Raum vorbereitet, gehen wir ins Rennen. Prinzip Otze, aber mit Force Feedback. Sag ich dazu nur. Was ist denn los mit dir, Alter? Mann, 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 Mann. Oh, jetzt kann man auch direkt dann den Schaden auch reparieren, wenn man sich den noch freiwillig holt. Ja, was soll ich denn jetzt dann wechseln, wenn ich doch gar nichts zum Wechseln habe?
Ich würde einen Liter Sprit nachtanken, in der Hoffnung, dass das okay ist. Ja, das habe ich natürlich vergessen rauszukonfigurieren, meine sehr verehrten Boxenmitglieder. Währenddessen ich hier so rumschwobele von der alten GT1-Ära, eieiei, wird mir klar, dass ich mal wieder alles verbockt habe in der Rennkonfiguration. Und zack, ist das Menü weg. Warte mal. Ich muss mir auf jeden Fall für die Zukunft bessere Tasten einfallen lassen, weil dieses Drehrädchen hier von Fanatec kann ich eigentlich während der Einfahrt in die Box, also währenddessen ich den Pitlimiter schon bedient habe, noch die Literzahl manipulieren. Ich werde es gleich rausfinden. Aua, das war aber jetzt ein hoher Körb. Der Körper will mich aber auch nicht loslassen hier auf der anderen Seite. Also herrlich, herrlich, herrlich. Macht Spaß bei schönem Wetter, bei Sonnenschein hier im Lambo durch die Ardennen zu fliegen. Und wir gehen auf unseren... Achso, warte mal, hier. Wo kann ich denn hier... meine Boxenanfrage starten. Habe ich anscheinend schon. Alles klar. Zack. Ein bisschen Fuel bitte. Komm, tu nicht so, als ob du Reifen wechseln würdest. Was ist denn jetzt? Lass mich doch mal los. Oh, die haben hier wirklich das Unsafe Release verhindert. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass ich hier durchfahren kann. Ja, komm, ich mach dich weg. Bisschen sicher. Wo sind wir? P1 sind wir noch. Nice. Ja, das ist jetzt aber ja, ein bisschen unfair, möchte ich meinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine KI-Brüder und Schwestern während ihres Pitstops Reifen gewechselt haben und auch ein bisschen Sprit dazu getankt haben. Vermeintlich mehr als ein Liter, wie ich es eben tat. In der Tat. Ach, klingt ja gut. Es ist ein Vergnügen, mit dem Fahrzeug zu pilotieren hier über den Kurs. Wir haben ja noch ein weiteres Auto als Zuwachs sozusagen in Fred seiner... Okay. Ja, ich war ein bisschen zu schnell, aber dann muss es einfach nur noch Heckrutsche. Heckrutsche! Ist das eigentlich schon voll die letzte Runde? Nee, ne? Und weiß es nicht. Ja, ganz schön albern, aber ist okay, passt zu mir. Ford Feedback, Hauptsache das Ford Feedback ist an. So. Was ich sagen wollte, es gab Zuwachs. Der KTM, nee, den habe ich ja schon mal behandelt. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich habe im Rückspiegel gerade in Spa die gelbe Corvette C6 GT1 und ich muss das Ding fahren. Ich liebe dieses Auto und ich glaube, dass die Corvette hier auch in dieser Modform einen richtig geilen Sound hat. Und lasst es uns mal austesten, ob das tatsächlich so ist. Also ich sehe erstmal ein echt cooles Cockpit vor mir. Wir gehen mal ein ganz kleines bisschen... Nee. Geht so. Eigentlich ist es ganz gut so. Ganz kleines Stückchen höher, Herr Matthiesen. Zündung, Licht, Kupplung, Startknopf.
Oh, Junge, komm. Einmal aus, bitte nochmal. Zündung. Gang 1. Litpimmelte. Und hier schön wie Onkel Harry, schön umfassen. Ne? Oh. Ja, das macht. Das macht Spaß. Was ich ja geil an den Modfahrzeugen finde, das hat ja teilweise der Altima zum Beispiel hat das nicht. Das ist ja ein natives Content-Fahrzeug. Ich kann hier alles umschalten im Display. Ich liebe die Strecke. Also Jerez auch in der Abenddämmerung hier. Und dann mit dieser Hütte hier. Meine Fresse, alles klar. Wird Zeit für eine GT1-Meisterschaft holen, ne? Oh, das Force Feedback ist aber ordentlich. Und kalte Reifen, ralte Keifen. Oh, merkst du den Curb hier schön? Ist das gut? Meine Fresse. Hm. Was wir aber machen müssen, ist. Fast hätte ich mich übergeben. Traction Control wie beim Lambo auch mal auf 1 mindestens, weil irgendwie. Hm, obwohl geht. Wir gehen mal auf 2 für die Auscheckung. Ansonsten sind alle Settings gleich. Also Aggressivität ist auf Max. KI-Level, wie gesagt, ich übe nicht, ist 100. 18 Uhr auf Jerez, die Schikanen-Variante, nicht 1988. Force Feedback ist immer noch ein bisschen zu stark. Ich liebe diese Schikane übrigens. Das, Leute, macht das auch. Fahrt das. Das macht so ein Gaudi. Auch wenn man nicht früh genug schaltet. Ich habe das Gefühl, dass ich. Oh, danke. Hallo. So, wir gehen auf die schnelle Runde. Also falls ich vorhin auf Spa mein Lieblingsfahrzeug als Lamborghini tituliert hatte, war das natürlich ein großer Irrtum. Mein Lieblingsfahrzeug der GT1-Klasse ist selbstverständlich die Corvette C6 GT1. Was ich mir vorstellen könnte, müsste man auch mal austesten. Dass Force Feedback wichtig ist. Nein, dass der Altima, weil ich ihn ja vorhin erwähnt hatte, als Display-Beispiel, von den reinen Performance-Daten hier so 600, 700 PS, gut, vielleicht nicht ganz so viel Aero, hier mit der Klasse mithalten könnte, würde ich mal so sagen, vielleicht. Ui, was eine schöne, oder? Habt ihr es gesehen? Ah, herrlich. Und jetzt auch Feuerhelme heißen. Ja, da ist nicht nur Force Feedback auf dem T-Shirt, sondern auch im Lenkrad. Ja, jetzt. Auch immer noch beschissen rauszukommen, aber deutlich besser als vorhin. The guy ahead has just done it. 114.6. You got 10 minutes left. 10 minutes to go. You're in pole. Mit dieser Runde tatsächlich. Komisch, dass ich auch den Aston nicht einhole. Aber ein Aston lässt sich nicht hetzen. Ich finde die Strecke auch ultra schön. Also so eine schöne, schöne Strecke. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich ein Schild zu früh angefangen habe zu bremsen.
Wir gehen tatsächlich auf 4, ist mir zu viel Spin. Also ich trete einfach zu ungewöhnlich aufs Gas, aber ich habe jetzt keine Lust, mich umzugewöhnen, deswegen mal ein bisschen mehr Traction Control. Prinzip Otze, ole. Wie schön das aussieht, meine Herren. Das war eine langsame Runde, aber es sollte trotzdem reichen für das Rennen. Ab geht's ins Rennen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Laps, that's pole. Fünf Runden auf geht es. Ich finde das. Also, FIA GT1 2010. Geil. Gekauft. All right, connect. Stay calm. Focus. Ey, du. Musst durch. Ich sehe gerade, dass mein Spiegel komplett am kompletten Morks anzeigt. Das war die ganze Zeit nicht so. Also der linke Außenspiegel. Licht an, gesehen. Gesehen und, also gesehen werden und gesehen werden, ist bei mir eigentlich wichtig. Doppelt gesehen werden ist besser als selbst sehen. Oder so. Herzlich willkommen hier bei Cooper Tyson im Cockpit. Er ist bekannt für Apex-Verpassen. Man nennt ihn auch den Apex-Verpasser. Nochmals dafür entschuldigen, dass ich jetzt nicht mit dem KTM um die Ecke kam, sondern wirklich nochmal hier. Aber Leute, GT1, C6 Corvette, guckt euch mal an, wie geil die gearbeitet ist. Hier, Display umschalte, alles, Sound, geil. Ah, hör auf! Irgendwann, wenn ich ein ganz großer Knut bin, also nicht körpergrößentechnisch, das hab ich aufgegeben, du, hör auf, du. Werde ich mir eine richtig geile sequentielle Schaltung zulegen. Also so einen richtigen Rupphebel, wo ich wirklich dann rumrupfen kann. Und natürlich passend dazu dann auch eine, klar, entsprechende Schaltung. Ebenfalls mit Ruckfaktor. Wenn ich so ein Ding produzieren würde, würde ich auch wirklich als Alleinstellungsmerkmal hier DIT mit Ruckfaktor einbauen ins Produkt. So ähnlich wie Force Feedback. Ja. So also ein bisschen was rauszukommen, der kleine Knoten, ne? Leute, es zieht mich komplett in den Bann. Also nicht in die Bahn, ne? Ich bin ja mit dem Auto da. Es ist wirklich auch, wenn es mir Spaß. Ich sag mal so, wenn es mir Spaß macht, bin ich wirklich. Nein, anders. Wenn es mir Spaß macht, glaube ich, witzig zu sein. Das ist ein Riesenunterschied, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr wisst, von was ich rede. Ich hingegen nicht.
gib doch bitte vorm Scheitelpunkt nochmal Gas, gut. Mach doch einfach mal so die typischen Anfängerfehler. Es ist okay. Muss ich nicht schämen. Alle wissen, du fährst im Prinzip Otze. Und jeder streichelt dir dein Haupthaar. Was? Oh, Baby, Baby, schüttel dein Haar für mich. Schüttel dein Haupthaar für mich. Force Feedback. Na, welches Lied war das? Keine Zeit für Faxen, ich muss hier ein Rennen fahren, Leute. The guy behind is catching. The gap's now 2.7. Was ich mir auch gerade überlegt habe, die GT1-Klasse passt auch Wunderbärchen auf die Strecke Brünn. Mhm. Und wisst ihr was? Ich bin in Brünn. Nein, bin ich nicht, bin in Mannheim. Aber der Punkt ist, dass es Brünn die Strecke als Fork-Mod-Strecke für AMS 2 gibt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch diesen kleinen Fehler hat. Achtung, Treppenstufe oder Vorsicht, Stufe an der Boxenausfahrt. Und ja, wenn du da drüber fährst, ist deine Karre schon mal kaputt. Aber ist auch nicht schlimm, wir können ja gleich ins Rennen starten. Jetzt noch ein drittes Rennen auf Brünn. Wäre schon cool, oder? Könnte man ein drittes Auto haben? Okay, Canute. Halfway home. Fuel looks good. Jetzt müssen wir erstmal dieses absolute geile Rennen hier zu Ende bringen. Das muss mir mal jemand erklären, warum das passiert. Also, ich merke es einfach nicht, was ich da mache, wenn ich dann schuld bin. Was ich mit Sicherheit bin. You're in the lead. Oh, das ist eine wichtige Info vom Crew Chief. Das ist natürlich, aber es ist natürlich ein bisschen arrogant jetzt. Ne? Ich habe ja hier alle Informationen, die es tatsächlich braucht in einem echten Rennen. Also insbesondere in der Formel 1 scheint es ja sehr, 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 sehr schwierig zu sein, dass man zu jeder Zeit aktuell weiß, auf welchem Platz man ist, wie, wo, wer der Gegner ist und so weiter. Deswegen ist der Crew Chief hier an der Stelle ja doch unerlässlich. Schön. Your front brakes are getting a bit hot. Zu wenig Bremse, Alter. Das ist, hättest du so geschmeidig einfahren können, das Ding. Mann, Mann, Mann. Dann gehen wir doch mal ein Stück nach hinten. Letzte Runde, würde ich sagen. Ja. One more lap to go. Stay focused. We're currently setting the pace. Ich könnte focused stehen, wenn ich es jemals gewesen wäre. Also diese Strecke sieht einfach so wunderschön aus, Leute. Es ist einfach geil. Na, haben wir den Olympics-Speeder mal verpasst, Herr Matthiesen. Das ist aber ein Tagesprogramm bei Ihnen, nicht? Nein. Nein, Lieben, das ist es nicht. Es ist Minutenprogramm. Da kann ich immer noch eine Schippe drauflegen. Ich weiß nicht, gibt es außer Löbi und mir eigentlich noch irgendwelche Leute, die... Wir machen ja kein Simracing im Competition-Sinn, aber ey, gibt es Leute, jetzt Leute, wirklich, hört mal auf jetzt, die so viel Nonsens stammeln während der Fahrt wie ich und Löbi? Löbi und ich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich diesen Apex abschließend. Looks like that was outside track limits. Well done, mate. You made them all look silly today.
Die letzten paar Sekunden blitzdingsten wir mal raus aus eurem Hirn. Also, das war ja ein sehr spannendes Rennen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Aber Leute, ihr wisst, ne? Prinzip Otze, ich stelle es halt so ein. Maximale Aggression, 100% KI-Stärke. Dann hast du auf der einen Strecke eher Probleme, auf der anderen eher Glück. Oder die bessere Fahrzeugwahl, wie auch immer. Die Corvette hat mir massiv geil gefallen. Also Platz 1, ganz knapp vorm Lambo. Wow, habe ich echt Bock drauf. Wir springen ins nächste. Ich verspreche euch jetzt nicht, dass es der KTM wird, weil wenn ich es euch sage, wird das auf jeden Fall nicht. Tatsächlich war, meine Lieben, ich wollte euch eigentlich Gruppe 5 in AMS 2 auf Brands Hatch zeigen. Hat sich leider nicht bewährt, weil ich des Öfteren den einen oder anderen Absturz hatte. Deswegen habe ich jetzt kurzerhand auf PCAS 2 zurückgegriffen. Dort gibt es die Kombination nativ und ich denke, dass die Fahrzeuge hier leider auch echt viel geiler klingen. Ein weiterer Grund, warum wir jetzt einfach mal auf PCAS 2 switchen, ganz abgesehen davon, dass die beiden Sims sich die gleiche Grafik-Engine teilen. Also, ich habe mir ausgesucht Gruppe 5. Im Abend auf Brands Hatch. 7 Runden aus der Mitte heraus. Okay, get ready. Und dann geht's auch schon direkt los. Guckt euch bitte diese geile Grafik an. Es ist doch schon mal ziemlich geil. Also ohne Übung. Also Sound ist hier einfach unbeschreiblich. Das ist leider etwas, was mir an der AMS2-Mod absolut fehlt, aber da kann der Modder nichts für, das ist dem System geschuldet. Kupplung rutscht mir ab und an etwas durch, hier habe ich das Gefühl. Aber Leute, ist das geil? Gruppe 5 Power auf Brands Hatch. Right side. Clear right. Gut, mit Üben wäre es vielleicht. Warte mal. Ich muss mir mal ganz kurz die Bremsbalance hier noch einstellen, indem ich nicht noch weitere Plätze verliere. Also was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass das Auto höher liegt als in AMS2. Also in AMS2 kannst du es kaum kontrollieren beim Ausbeschleunigen. Hier ist allerdings, wenn das Auto ins Schleudern kommt, der Effekt. Gib mal Gas jetzt hier. Etwas oszillierender als in AMS2. Alles noch super gut. Ich muss mich auch nur kurz dran gewöhnen. Also ihr müsst wissen, ich fahre hier nicht mal eine Runde Training vorher. Wir haben noch keine Zeit, meine Lieben. Vielleicht wäre es für etwas engeres Rennen besser gewesen. Die KI etwas runterzustellen. Finde ich das. Weißt du, wenn er so ein bisschen ins Schleudern kommt. Aber diesen Sound wünsche ich mir bei einer Gruppe 5 Mod. Das wäre richtig geil.
mal hier noch irgendwas ausrichten. Bin ich aber schön rangerutscht gerade. Wie gewonnen, so zerronnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. You're second down in sectors 1 and 3. Sector 2 is 0.8 off the pace. Also langsam gewöhnt man sich dran. Ist zwar ein bisschen wie auf rohen Eiern, aber so muss das sein mit einer Gruppe 5. Und solange ich nicht vollends aufgefressen werde, ist das alles noch akzeptabel. Das Einzige, was mich ein ganz kleines bisschen stört oder mir jetzt nicht so gut gefällt, sind die dunklen Stellen. Also, dass hier wirklich so sehr dunkel sind hier. Das könnte hier ein bisschen heller sein, ehrlich gesagt. Oh. Runde 4 von 7, also. Vielleicht kriege ich ja den Dreh jetzt raus. Okay, Canute, halfway home. We've got plenty of fuel. That lap was at 127.2. Sector 1 is 0.9 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. We're a tenth off the pace in Sector 3. Das ist aber nur beim zweiten Gang so, ne? Hallo? Ja. You've just got out of track limits. You're locking your left front into Surtees. Schade, schade. Ja, hier muss ein bisschen üben einfach, Knie. Und ich merke tatsächlich, dass mir die Immersion durch den Sound, also wirklich so matsch, also was laut ich. Was ich sagen möchte, was Knut ausdrücken wollte, ist tatsächlich, dass ich bedingt durch den Sound einen extremen einen Anstieg von Iserlohn der Stadt habe. Nein, ein Zuwachs von Immersionsfeeling. Das heißt, in AMS 2 gibt es diese Autos auch. In AMS 2 ist die Grafik auch so geil. Aber der Sound macht alles bei AMS 2, bei der Mod, mehr oder weniger kaputt. Also gerade der BMW Gruppe 5, der hat einen Sound, der hat leider absolut gar nichts mit dem zu tun. Wir wissen alle, wir kennen die Gründe. Das ist nicht die Schuld des Modders. Er hat leider keine andere Möglichkeit, da auf den originalen Sound zurückzugreifen. Deswegen muss er sich aus dem Fundus von AMS 2 Sounds bedienen.
aber ich bemerke jetzt einfach nur, dass der Sound für mich echt wirklich super wichtig ist und er in mir wirklich extrem viel Immersionen auslöst. Dieses Durchrutschen habe ich immer nur im zweiten Gang hier, verdammte Kacke. Nee, stimmt nicht. You've just done a 127.8. Sector 1 is 1.3 seconds off the pace. Ich schalte einfach beschissen vom ersten ins zweiten. Das ist der Punkt. Ich hoch hier. Letzte Runde, ne? Ja, leider. Also hier kann ich mir echt vorstellen, auch mal ein längeres Rennen zu fahren in dieser Kombi. Gefällt mir gerade super geil. Mann, Mann, Mann. Also was ich nochmal abschließend sagen muss, wer die AMS-2 Mod hier Gruppe 5 hat, die ist ja aus PK2 exportiert. Lasst mir doch mal bitte eure Meinung da, was euch jetzt lieber ist. Dass die Mod einfach in AMS2 existiert, egal wie sie klingt. Oder tatsächlich, dass ihr sagt, naja, das eher schlechtere Force Feedback nehme ich in Kauf, aber dafür habe ich eine höhere Immersion durch den echten Sound, den mir hier PK2 noch bietet. Weil die Kisten einfach mal tief am Start sind. Was ich auch sagen muss, ist, dass die reine Fahrphysik des Fahrzeuges auch hier in PK2 meines Gefühls nach besser ist. Nur eben die Einstellung, und ich glaube, das ist einfach Feintuning fürs Force Feedback notwendig. Aber ich in meinen Settings, in denen ich in AMS2 wirklich happy bin, komme ich mit der Gruppe 5 überhaupt gar nicht klar, weil die Autos wirklich weirde Sachen machen. Also beim Power Oversteer zum Beispiel wanken die auf der Vorderachse sehr komisch. Zumindest war das jetzt bei dem Porsche Gruppe 5 und bei dem BMW so. Beim Ford Capri ist schon länger her, dass ich den gefahren habe. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das so arg war, aber zumindest die zwei Autos haben mir jetzt aktuell nicht in den Kram reingepasst. Und wenn ihr euch das mal anguckt, also ihr habt mit PK2 immer noch so einen pervers geilen Content. Also lasst mir doch gerne mal eure Meinung da, wie ihr das seht. Lieber nativer Content und dafür Project Cars 2. Oder eben Autobudista 2 und komme was wolle, Hauptsache AMS2. Ich mach mal einen Limiter an hier. Ich kann euch eins sagen, ich bin noch äußerst happy mit PK2. Ich mach's an, es funktioniert, es sieht geil aus, es klingt geil. Nichtsdestotrotz ziehe ich in jedem Fall beim Standard-Content natürlich AMS2, PK2 vor. Geht es aber darum, sich für Gruppe 5 zu entscheiden und wo fahre ich jetzt am besten Gruppe 5, dann ist es definitiv Project Cars 2 und eben nicht Automobilista 2. Lasst mir gern eure Kommentare da. Es gibt heute kein Großaufnahmen-Fazit. Das soll es gewesen sein von meiner Stelle. Bleibt gesund. Wenn es gefallen hat, Däumchen da lassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, adieu und ciao.